ich habe für euch hier den Nikolaj, der direkt aus Brüssel zu uns auf dem Bundesparteitag gekommen ist. Nikolaj, would you prefer to have the interview in English or in German? Lieber auf Deutsch. Ah, wunderbar. Klasse. So, dann legen wir doch mal los. Du hast vorher bei deinem Bericht was erwähnt mit einem Abstimmungstool, das ihr haben möchtet. Was wünscht ihr euch da? Naja, die Sache ist so, wir wissen nichts, nicht alle. Ja? Es ist für uns wichtig, unsere Wähler oder unsere Parteimitglieder zu fragen, was sie denken über die Sachen, die wir in Brüssel entscheiden. Weil im Prinzip, das wäre keine Teilnahme, wenn die Leute nicht einfach wählen und dann 5 Jahre warten, was die gewählte Abgeordnete haben gemacht. Ja. Also ich finde das wichtig, dass inzwischen wir fragen, so was jetzt in der Piratenpartei Deutschland funktioniert, etwas wie Lime Survey. Also wir möchten gerne sowas haben, aber für ganz Europa. Was ist eine große Herausforderung, weil wir keine gemeinsame Datenbank der Mitglieder haben. Da gibt es Probleme mit Datenschutz und selbstverständlich. Also es ist nicht nur Frage von technischer Lösung, sondern auch ein bisschen Diplomatie und finden, wie das organisieren, damit alle zufrieden sind. Das finde ich sehr spannend. Das heißt, die ganzen Piratenmitglieder in ganz Europa können euch dann sozusagen Antworten liefern, können dann vielleicht auch Fragen stellen. Patrick sagt ja auch, ihr könnt Anfragen einstellen. Das heißt, wenn wir eine spezielle Frage haben ins Parlament, dann könnt ihr die einbringen für uns. Ja, genau. Genau das wäre die Idee, weil wir im Prinzip brauchen Antworten für die Sachen, die wir jetzt entscheiden. Aber dazu brauchen wir sozusagen Inputs. Was soll man auf den Tisch bringen? Ja. Und das ist selbstverständlich abhängig von der, was die Leute, die uns gewählt haben, wollen. Dann, wie ist denn gerade so die Stimmung bei euch in Brüssel? Patrick sagt ja, seid ihr eine WG gezogen, ihr arbeitet gut zusammen. Hört sich doch super an, oder? Auf jeden Fall. Wir arbeiten zusammen sehr super. Selbstverständlich ist das nicht so, dass wir immer der gleichen Meinung sind. Aber es ist schon so passiert, dass in der Diskussionen da gab es im Prinzip alle möglichen Kombinationen der Koalitionen von Abgeordneten. Also ich denke, wir reden einfach miteinander und finden einen Konsensus, damit das funktioniert. Das finde ich super. Man muss ja nicht sofort der gleichen Meinung sein, man muss ja auch diskutieren können. Genau. Das finde ich super. Dann, was ist denn so das nächste große Thema, gerade in deinen Ausschüssen, egal ob es sich jetzt auf Europa oder Deutschland bezieht? Es ist immer das Problem mit europäischem Geld, weil im Prinzip wir haben sowas, was heißt Backlog. Europäische Union soll fordern viele Sachen in verschiedene Länder, aber die Länder sind nicht immer, die können nicht immer das Geld benutzen. Und davon kommt sowas wie eine Schuld von der Europäischen Union zu dem Land, ja? Das was versprochen wurde, aber nicht benutzt wurde. Und das Problem mit dem europäischen Haushalt ist, dass eigentlich niemand hat das kapiert, dass solche Schulden wachsen und wachsen. Und wenn wir das nicht gut lösen, dann könnten wir davon eine riesige Krise in den nächsten Jahren haben. Also für mich in der Haushaltskontrolle ist das wichtig, damit diese Sache administrativ korrekt gelöst wird. Ja. Das hört sich spannend an. Finanzpolitik ist gar nicht meins. Wie siehst du denn so das Thema Datenschutz im Moment repräsentiert durch uns Piraten in Brüssel? Das Problem mit dem Datenschutz ist, dass viele Mainstream-Parteien, und da muss ich ein bisschen auch kritisch zu der Grünen sein, sind nicht so strikt in der Frage von Datenschutz. Einfach jeder fühlt, dass es wäre möglich, die Daten zu benutzen für verschiedene Zwecke. Manche gute, selbstverständlich, manche schlechte. Und was ich immer als einen schlechten Beispiel sehe, ist die letzte Entwicklung in China. Mhm. Ja, genau. In China ist das so, dass im Prinzip die Regierung sammelt Daten über alle Bürger und benutzt das, um die Loyale zu
bevorteilen, mhm, und die, die nicht dem kommunistischen Regime loyal sind, zu benachteilen oder durchtäten. Ja, das Social Scoring, das ist ein Riesenproblem. Ja, das ist ein Riesenproblem und sowas wollen wir in dem Europa nicht. Wird das denn im Moment gerade so angedacht? Wünschen sich das manche Parteien sogar? Ich war wirklich geärgert, wenn manche Politiker, die sind aus der Europäischen Volkspartei, das ist die Partei, wo zum Beispiel CDU, CSU ist, haben vorgeschlagen, sowas wie ein europäisches Internet, ein geschütztes Netz mit Grenzen, wo die anderen nicht reinkommen können. Sowas finde ich als problematisch, weil das ist die sozusagen russische Lösung. Ja. Sowas versuchen die Russen, aber funktioniert nicht. Ja, und beschädigt unsere Rechte sehr viel. Richtig, genau. Was möchtest du den ganzen Piraten hier auf dem Parteitag noch sagen? Irgendwelche Grüße, irgendwelche Motivationen? Zuerst viel Glück, ja, und schafft das. Schafft das, weil es ist wichtig, dass in dem nächsten Europäischen Parlament es gibt am meisten 25 Piraten. Und selbstverständlich die kleinen Länder können manche Piraten wählen, aber auf jeden Fall ist die entscheidende sind die großen Länder wie Deutschland, Frankreich und Italien. Okay, wir haben noch eine Frage reinbekommen, und mhm, zwar, was würdest du dir denn wünschen so für die Demokratie, für die Piraten? Vielleicht mehr Leute teilnehmen an der Politik, ja, weil das wichtig ist, dass die Politik nicht geschlossen ist und die Leute daran teilnehmen und nicht nur den Erfolg erwarten. Ja, ich denke, jeder kann in der Piratenpartei teilnehmen, ganz einfach zusammenarbeiten mit den anderen, die Themen entwickeln. Ja. Und das finde ich wichtig, dass wir nicht in einem Hinterzimmer entscheiden, sondern ganz offen zusammen demokratisch, basisdemokratisch. So, noch eine ganz spezielle Frage. Wie und wann bist du denn Pirat geworden? Was hat dich zu einem Piraten gebracht, zu Herzensthema? Und wie hast du es geschafft, jetzt letztlich in Brüssel zu landen? Irgendwann in 2013 bin ich in der tschechischen Piratenpartei eingetreten und einen Monat danach bin ich in der deutschen Piratenpartei angetreten, ob ich korrekt bin. Also es war so, ich weiß nicht, was ist die offizielle Piraten zu werden. Und für mich das Entscheidende war eigentlich das Motto der deutschen Piraten, mhm, dass die Europapolitik ist keine Außenpolitik. Richtig. Deswegen bin ich gekommen, weil ich hatte das Gefühl, das ist die Partei, die habe ich so lange gesucht und jetzt kann ich eintreten. Das ist super. Das heißt, du bist schon eingetreten, wie ging es dann weiter? Naja, ich bin als internationaler Koordinator angefangen, im Prinzip, oder in der internationalen Koordination, im Prinzip arbeitete an der Zusammenarbeit zwischen tschechischen und deutschen Piraten, später an der Zusammenarbeit von allen Piraten im Prinzip in Europa oder weltweit. Und später bin ich Vorstandsmitglied geworden und dann gewählt in dem tschechischen Parlament und später in dem europäischen. Das ist eine steile Karriere. Wir sind richtig stolz drauf, so motivierte Piraten in Brüssel zu haben. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine weitere Arbeit. Vielen Dank. Dankeschön. Ja.